soll ich da sagen, oje, 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 hab ich noch viel zu tun, wenn das Spiel raus ist. Sehr, sehr viel. Jetzt muss ich also Blutproben besorgen. Ich wollte gar nicht schießen. Was für ein... Ach du Scheiße, ich bin Supermutter. Kleiner Mensch! Oh! Ah! Kopf verletzt! Nein, Matt, lass mich nicht schlafen. Stehen zwei Leute vor sich und versuchen aufeinander zu schießen. Wie lächerlich. Komische an der ganzen Geschichte ist, dass die... Dass Supermutanten eigentlich erst viel, viel später auf den Plan treten. Weil die eigentlich von... Du mich haben echt wütend gemacht. Beispielsweise, die werden eigentlich von der Regierung ins Leben gerufen oder versucht. Das ist aber ein fehlgeschlagenes Experiment. So viel ich noch weiß. Also es ist eigentlich ein fehlgeschlagenes Experiment und eigentlich wurden alle vernichtet, die aus Versehen immer noch mit dem Virus infiziert waren. Aber in, ich weiß nicht, in welchem Fallout-Teil war das denn? In 2? Fallout 2? Ich glaube ja. Da waren... Da ging es darum, dass ein böser, böser Supercomputer... Wie schießt denn da? Da. Ein böser Supercomputer quasi diesen Virus gestohlen hat, übernommen hat und damit eine Armee von Supermutanten gezüchtet hat. Damit er selber die Herrschaft über das Ödland zurückgeben konnte. Beispielsweise, ich glaube, das war kein Supercomputer. Das war... das war ein infiziertes Gehirn, was aber mit Technik sich verbinden konnte oder so.
Okay. Berghonig. Ich glaube, den Honig soll ich nicht einsammeln. Oh, komm her. So, ist noch jemand im Chat oder spiele ich gerade für mich alleine? Muss ich ja wissen. Da brauche ich ja nicht so viel sagen, weil keiner da ist. Zeige mir Rezept. Instrumente spielen.
Banjo hatten wir schon. Super. Weil die nicht gleich alles können. Gitarre. Stahlgitarre. Richtig. Gut, dass man das verkann. Zieht den Sturm auf, kann das sein? Es tost und tobt und rauscht im Hintergrund. Quest begonnen, die Mission folge dem Weg der Aufseherin. Bin ich schon so weit übergewandert? Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu den Feuerwaffe Charlie. Sie auf ein beliebiges. Die Automatisierung hat früher das Leben in West Virginia bestimmt. Jetzt ist sie das Einzige, was noch da ist. Diese Trainingsprogramme der Responder. Viele Überlebende haben sie durchlaufen. Man muss es schon als seine Berufung ansehen, wenn man freiwillig mitten in ein Feuer läuft. Leute rennen. Anscheinend haben sie sich das bewahrt, selbst als die Gefahren sich änderten. Sie haben die Verbrannten bestimmt aus der Nähe bekämpft. Mehr als sonst jemand. Ich muss herausfinden, was sie wussten. Schließ dich den Feuerteufeln an. Verbrannten zurück. Leg die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Ja, dann mal los. Dann schließe ich mich halt jetzt den Feuerteufeln an. Theoretische Prüfung. Okay. Ich muss erstmal in die Lernmaterialien rausgucken und gucken, okay. Zu dir? Feuerteufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Los geht es mit der theoretischen Prüfung. Habe ich mich hier noch irgendwas, habe ich was verpasst? Freiwilligenprogramm für Responder von. Prüfung, aber das ist ein Zeug, das ist immer wichtiger, das kannst du uns helfen. Und denke doch an Optionen, das System für die Datei 5 und die vorgeschlagene Prüfung. Wir verbessern einen Blick auf die von der alten ausgewählten Lehrmaterialien. Da vorne mit ganz viel Glück. Hier sind aber keine
Ich nehme erstmal, ich sehe gerade, ich nehme erstmal einen Red Away. Red Away verdünnt. Das war Red X. Ach verdammt. Red Away verdünnt. Dann ein. Simpak verdünnt. Die mache ich auch als Favorit und die nehme ich als Favorit wieder raus. Weil meistens brauche ich ja nur kleine. Also das ist die Unterlagen, die ich eventuell lesen muss. Ist auf jeden Fall nicht mehr nur so ein Streifen drin. Aber ich kann es noch nicht die Prüfung machen. Feuer, Teufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Mögen Sie es gerne heiß, dann kommen Sie zu den Feuerteufeln. Treibt die Verbrannten zurück. Legt die Prüfung der Feuerteufel ab. Komm, du erstmal von der Kiste runter. Heute an. Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu den Feuerteufeln. Mhm. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal zu, um zu beginnen. Wollte ich ja, ging nicht. Guck mal, da rüst, ob ich in der Rüstung noch was machen kann. Kann ich denn was Neues herstellen? Robustes Brustteil. Was habe ich da jetzt? Das wäre doch schön, wenn das auch da gleich angezeigt wird. Raider, nee, warte, wo ist das Brustteil da? Brustteil. Raider Verschweiß 13 und 5. Und das ist. 13 und 5. Feuer, Teufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Wollte ich, ging nicht. Nein. Das kann es auch nicht sein, das kann es auch nicht sein. Berater, auch nicht, kann auch nicht sein. Nein.
Nein, ist wenigstens einer richtig. Zucker. Löffel. Useless. Useless war's. Schön. Bowlingkugel. Mögen Sie es gerne heiß? Dann kommen Sie zu den Feuerteufeln. Lass mal durchgucken. Dieses Ding ist auch als Entschädigung. Kriegt man gleich erstmal alles. Da fehlt mir eine Schraube. Ernsthaft? Gut, dann repariere ich erstmal. Also, das Ding reparieren. 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 Weiß gar nicht. Achso, da fehlt mir wieder. Was fehlt mir? Kleber. Da müsste bestimmt noch irgendwo Kleber hier zu finden sein. Treibt die Verbrannten zurück. Leg die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Wenn natürlich Munition rumliegt, nehme ich sie erst recht mit. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Schöne Feuerwehrautos haben die hier. Kleber braucht, dann ist keiner da. Tiere. Warum höre ich da einen Hubschrauber? Das ist gefährlicher. Alter. Okay. Schlüssel für irgendwas. Warum? Zur Elite der. Warum gibt's diese Typschrauber hier schon? Warum sind die hier jetzt? Ich schieß da lieber mal nicht drauf. Thank you.
Und so nimmt sie zu einer Verweigerung, okay? Wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich gerade meine Pumpgun zerstört, ne? Ja, hab ich. Die kommt dann auf jeden Fall weg. Bewerten. Ich habe tatsächlich gerade mal eine Pumpgun verballert. Falsche Taste. So mache ich das. Kommen Sie zur Elite der Responder. Kommen Sie zu den Feuerteufeln. Treibt die Verbrannten zurück. Legt die Prüfung der Feuerteufel ab. Meldet euch heute an. Ich darf die theoretische Prüfung nicht machen. Okay. Dann mögen Sie es gerne heiß? Ja, geht so. Dann kommen Sie zu dem Feuerteufel. Motorboat.
Okay. Darf ich das anscheinend noch nicht machen. Schade. Das gehört mir zu den Hauptquests. Aber... Viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Ich gieß mir nochmal auf. Das ist eigentlich, wenn ich hier ganz ausmache, dann sieht man nur. Das ist beruhigend. Feuerteufel, Bewerber, bitte im Prüfungsraum melden. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Der Gerechtigkeit wird schnell und fair Genüge getan werden. Achtung, Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Mögen Sie es gerne heiß, dann kommen Sie zu dem Feuerteufel. Okay, also das Ding weg. Wie ich das hasse, wenn man die Leichen nicht mehr, wenn man die Leichen aus den Augen verliert. Was gibt's denn? Wo sind die jetzt?
Probe habe ich genommen. Fußboden. Wie schlecht schieße ich denn? Level 10? Ich hab Schuss. Nur zwei Stufen, ohne dass ich überhaupt gelevelt habe. So, haben wir eine Karte. Jetzt muss ich noch wohin? In die beiden Richtungen. Einmal da zum Fluss. Blutturm und Orbisratte. Das ist also da lang. Fernzielen. Was ist das Rote da? Bestimmt wieder irgendeine seltene Zutat. Die. Nein, es ist einfach nur ein Busch, der rot angeleuchtet ist. Okay. Gut, da muss ich in die Richtung. Kommt her. Mache ich jetzt einfach mal zwischendurch. Echt, jetzt komme ich jetzt hier echt nicht wieder raus. Gut, dann öffne ich hier halt mein Pack. So, ich möchte gerne einen Punkt auf Intelligenz haben. Und zwar, erste Hilfe sind per Stand 15%, ist nicht so wichtig. Nahkampf ist mir auch nicht. Bisschen Apotheker, will dafür mehr Strafen. Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, das möchte ich auch gleich für den Klaus werden. Und dann möchte ich bitte auf Agilität machen, Punkt. Eine automatische Verfolgungsaktion zu einer Schadenwaffe, auf den Revolverhand. Das ist besser. So. So, Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole, dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Mach ich. So, jetzt haben wir schon Viertel vor eins mittlerweile fast. So, ich muss mich. Genau, andere Richtung, diese Richtung, genau, da ist der Wolf. Scheint gerade mehrere den Wolf zu jagen. Hey Jungs, hier bin ich. Nein, ich glaube oben. Muss ich aber noch eine Sicherung besorgen? Wo krieg ich die denn her? Oder wo krieg ich die her? Jetzt wollte ich es wissen. Da
heißt, ich habe einen Kumpel getötet. Tut mir leid, was ich jetzt tun muss. Ihr greift mich an. Ich würde ja sonst nicht wehrlose Tiere töten, aber. Hm. Laufen habe ich keine Lust, dann bezahle ich lieber die Kronkorken. Das ist ja mal schade, wenn diese, wenn die Tests hier am Wochenende erst über die ganze, nur über die Nacht sind. Denn irgendwie. Wo ging das jetzt nochmal in den Keller? Eine Schwester. Ich bin hier jetzt im Krankenhaus, aber wo ging das denn? Das war doch hier, oder? Sogar eine T-Sicherung. Wo soll ich eine T-Sicherung finden? Was ist eine T-Sicherung? Koche ich mir damit einen Tee? Ich habe schon wieder irgendeine...
Gelenksteife. Gelenksteife. Nichtsdestotrotz, wo finde ich jetzt eine T-Sicherung? Was immer eine T-Sicherung ist. Hier liegt ja anscheinend keine. Also gehe ich vor die Tür. Gut, dann gehe ich halt vor die Tür.